Hallo. Ich habe mich erkältet. Hä? Diese Hexe, sie hat meine Uniform. Naja. Willkommen zurück bei Metal Gear Solid und wir sitzen immer noch in der Zelle. Wir haben bei der Folter nicht aufgegeben, die Ocelot uns unterzogen hat. Oder angetan hat, besser gesagt. So, und hier liegt der tote DARPA-Chef und rottet schon vor sich hin. Wobei der erst vor ein paar Stunden gestorben ist. Wie kann der da schon vergammeln? Aber egal. Erfahren wir noch, erfahren wir noch. Halten Sie die Klappe! Halten Sie die Klappe! Was denn jetzt wieder? Snake, Oh, sind Sie... das ist dasselbe Gespräch wie schon in der letzten Folge. Es wird diesmal übersprungen. Ne, 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 ne. Bla 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 bla. Apropos, ich werde mal kurz was einstellen. Ich muss mal kurz wechseln. Hab den falschen Controller erwischt. So, jetzt noch die Einstellung. Tut mir leid, dass ich das jetzt mal in der Aufnahme machen muss, aber. So. Gut. Erledigt. Hätte ich mal vorher dran denken sollen, aber egal. Hat er jetzt nicht übelst viel Zeit gekostet. Halten Sie die Klappe! Dann lass mich hier raus. Halten Sie die Klappe! Was machst du denn? Ich krieg mal unter das Bett. Womit spielst du denn da rum? Fällt aber auch auf nichts rein. Er ist nicht so blöd wie Harley Quinn. Dich nerven. Lasst mich hier raus. Was machst du denn? Showtime, Snake. Ocelot ruft dich. Nee, nicht schon wieder, oder? Nicht nochmal foltern. Ich werde trotzdem nicht aufgeben. Okay, sage es Ihnen noch einmal. Wenn Sie schnell hintereinander die Kreistaste drücken, können Sie die Folter überleben. Falls Sie aufgeben möchten, drücken Sie die Select-Taste. Wenn Ihre Lebensanzeige 0 erreicht, ist das Spiel vorbei. Keine Fortsetzung, mein Freund. Ich habe in Afghanistan, Mosambik, Eritrea und im Tschad gekämpft. Die afghanischen Guerillas kannten und fürchteten mich als Schalaschaska. Ich trainierte im russischen GRU. Wir sind doch keine KGB-Würmer. Das ist nicht Folter. Das ist Sport. Ihr seid doch trostlose Sadisten. Verwechseln Sie mich nicht mit den Uniformen. Nun denn. Wollen wir anfangen? Ne. Würde ich eher nicht wollen, aber. Ich wollen, okay, aber. los geht's! Wir haben ja keine Wahl. Der hat Spaß dran. Shit. Puh. Und los geht's. Wie fanden Sie das? Scheiße. Noch einmal? Nee. Wieso fragst du überhaupt, wenn die Antwort eh nicht hören willst? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, der Arm tut wieder weh. Aua. Haben Sie schon genug? Wir sind noch nicht fertig. Seid ihr langweilig? Euch fällt doch nie was Neues ein. Komm schon.
Sind Sie okay? Soll ich weitermachen? Nee. Noch einen kleinen Nachschlag. Nur weil wir wieder gespeichert haben. Oh, das Schwein. Wie gesagt, wenn wir nicht speichern, macht er nur 3 Runden und nicht 4. Ach, der Arm. Gratuliere, Sie leben noch. Nun genug für heute. Arm tut weh. Wir leben in einer traurigen Zeit. Imperialismus, Diktatur, Perestroika. Russland im 20. Jahrhundert hatte Probleme, aber eine Ideologie. Russland heute hat nichts. Es war ein Kampf zwischen Freiheit und Regime. Und bei diesem Kampf wurde der Geist des Nationalismus wiedergeboren. Der Boss hat einen Freund in der russischen Regierung. Er ist zurzeit Leiter der Spetsnaz. Er will das neue Atomwaffensystem kaufen. Der Hind war nur eine Anzahlung. Du machst es also für Geld. Ich brauche kein Geld. Ich will, dass Russland aufersteht, eine neue, aufrechte Weltordnung zu schaffen. Nettes Märchen. Scheiße. Blöder Arm. Auf weh zu tun. Wir werden mal Ottakon anrufen. Vielleicht kann der uns helfen. Ottakon, alles in Ordnung? Ja, dank meiner Stealth-Tarnung. Ich muss um deine Hilfe bitten. Ich habe das schon erwartet. Was soll ich tun? Ich bin gefangen. In einer Zelle. Welche Zelle? Da ist eine Foltermaschine. Okay, ich weiß schon. Es ist nicht weit weg. Ich komme. Danke. Nein, nur noch. Ah, okay. Die anderen. Sind Sie okay, Snake? Ja, es gibt nichts Neues. Snake, kann ich Ihnen helfen? Mein Arm tut weh. Armer Snake. Ich erhöhe den Anteil an Schmerzmitteln in Ihrem Blut. Okay. Aber lassen Sie das Benzedrin weg. Das Zeug macht mich nur scharf. Sie scheinen sich nicht so schlecht zu fühlen. Snake, legen Sie den Controller an Ihren Arm. Okay. Was? Keine Angst. Es fühlt sich gut an. Hm? Okay, los geht's. Wow. Oh. Wie ist das, Snake? Ein bisschen besser? Wie machen Sie das? Ich habe Ihre Muskeln mit dem Antrieb der Nanomaschinen stimuliert. Mehr kann ich nicht für Sie tun. Vibriert das Ding. Naomi, bitte. Reden Sie. Lassen Sie mich den Schmerz vergessen. Was kann ich sagen? Irgendwas. Ich kann das nicht sehr gut. Bitte. Erzählen Sie von sich. Von mir? Das ist schwierig. Familie. Es ist kein glückliches Thema. Ich habe keine Familie. Nein. Es gab einen Mann, der angeblich mein Vater war. Wo ist er? Tot. Durch meine Hand. Big Boss? Was? Big Boss? Das wusste ich nicht. Das konnten Sie auch nicht. Das geschah vor 6 Jahren in Sansibar. Nur Snake und ich kennen die ganze Wahrheit dessen, was dort geschah. So, ist das wahr? War Big Boss wirklich Ihr Vater? Das hat er gesagt. Mehr weiß ich nicht. Und Sie haben ihn trotzdem getötet? Ja. Wieso? Er wollte es so. Manche Menschen müssen getötet werden. Das ist Vatermord. Ja. Das ist das Trauma, von dem Mantis gesprochen hat. Unser gemeinsames Trauma. Verließen Sie deswegen Foxhound? Sagen wir, ich musste eine Weile allein sein. Und Alaska war der perfekte Ort. Snake. Ich hatte auch keine richtige Familie. Nur einen großen Bruder, der meine Schule bezahlte. Keine Blutsverwandtschaft. Und er war viel älter als ich. Wo ist er? Er ist tot. Tut mir leid.
Snake, gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Wenn man durch so viele Kriege wie ich gekommen ist, fällt es schwer zu vertrauen. Freunde? Roy Campbell. Sie halten mich noch für einen Freund? Und das wär's? Nein. Es gab noch jemanden. Frank Jaeger. Der treueste Leutnant des Big Boss. Und das einzige Foxhound-Mitglied mit dem Codenamen Fox. Grey Fox. Ah. Ich lernte viel von ihm. Aber wolltet ihr euch nicht gegenseitig töten? Ja, das stimmt. In Sansibar. Es war nichts Persönliches. Wir waren einfach nur Söldner verschiedener Armeen. Und sie nennen sich noch Freunde? Krieg ist kein Grund, eine Freundschaft zu beenden. Das ist Wahnsinn. Ich traf ihn zuerst auf dem Schlachtfeld. Er war ein Gefangener von Outer Heaven. Aber er sah nicht wie ein Gefangener aus. Er war immer cool und präzise. Ich war noch neu. Und er brachte mir die Tricks bei. Kannten Sie ihn gut? Nein. Wir sprachen nie über unser Privatleben. Eine ungeschriebene Regel. Beim nächsten Treffen auf dem Schlachtfeld waren wir Feinde. Wir kämpften ohne Waffen in einem Minenfeld. Das klingt für die meisten merkwürdig, aber wir übten nur unseren Beruf aus. Es ist wie ein Sport. Männer und ihre Spielchen. Ihr seid wie Tiere. Sie haben recht. Wir sind Tiere. Wenn Sie Freunde sind, wie erklären Sie sich das Verhalten des Ninjas? Ich weiß nicht. Das sind eure Gene. Ihr seid zur Gewalt prädestiniert. Sie haben es mit Ihrem Gen, nicht? Hören Sie, Naomi, was führte Sie eigentlich zur Genforschung? Ich wusste nie, wer meine Eltern waren oder wie sie aussahen. Ich denke, ich kam zur Genetik, um herauszufinden, weshalb ich so bin, wie ich bin. Sie erforschten die DNA. Ja, ich hoffte, anhand meiner Genstruktur herauszufinden, wer ich wirklich bin. Ich hoffte, durch Analysieren der genetischen Informationen Lücken im Gedächtnis füllen zu können. Gedächtnis ist in der DNA gespeichert? Wir sind nicht sicher, aber wir wissen, dass das genetische Schicksal eines Menschen von 4 Elementen in der DNA bestimmt wird. Was ist mit meinem Schicksal? Sie kennen doch meine DNA-Folge. Ihr Schicksal? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Natürlich nicht. Sie sind Wissenschaftlerin, keine Wahrsagerin. Ja. Big Boss, der Dad. Was jetzt? Oh, mein Magen, verdammt. Das sieht mir nach Durchfall aus. Oh je. Und wie zur Hölle? Ich will hier raus. Ah, da ist er ja endlich. Hey, ich bin hier. Wo? There he is. Ich bin's. Otacon. Wow, die haben sogar sie geschnappt? Schnell, ich muss hier raus. Loslassen, das tut weh. Schnell. Ist das eine Art, um einen Gefallen zu bitten? Loslassen. Das ist ja wie ein Tierkäfig. Der Gestank. Schau ihn dir an. Igitikit, das ist der DARPA-Chef. Wenn du dich nicht beeilst und mich hier rausholst, liege ich bald neben ihm. Diese Schufte. Das Schloss geht mit der Karte nicht auf. Sie brauchen einen Schlüssel, wie die Soldaten ihn haben. Was machst du denn hier? Ich dachte, sie hätten Hunger. Wenn sie Essen brauchen, kann ich ihnen später noch mehr bringen. Und ich habe diese Karte für sie. Stufe 6. Das lässt sie aus der Folterkammer. Hier, nehmen Sie das auch. Was ist das? Ein Taschentuch. Ich hab's von Sniper Wolf. Warum? Ich weiß nicht warum, aber sie ist so nett zu mir. Das klingt mir fast wie das Stockholm-Syndrom. Ich kümmerte mich um die Hunde. Als die Terroristen hier übernahmen, wollten sie alle Hunde erschießen. Aber Sniper Wolf stoppte sie.
Ich durfte sie sogar füttern, wenn ich gefragt habe. Die Markhunde. Sie ist bestimmt ein guter Mensch. Tun Sie ihr nichts an. Aufwachen, du Idiot. Sie hat auf Merle geschossen. Na, ich habe mein Möglichstes getan. Sie wollen eine Atomrakete zünden. Ich muss sie stoppen. Dann müssen Sie am Sendeturm vorbeikommen können. Erst musst du mich hier rausholen. Nee, ich versuche mein Bestes. Die Wache hat den Schlüssel. Überwältige sie. Mach mal Pause. Ich bin kein Soldat. Ich kann das nicht. Du musst. Der bringt mich um. Toll. Oh nein. Er kommt zurück. Bis bald. Ach. Otacon. Na gut, müssen wir immer wieder selber ran. Wir haben ja den Ketchup. Wir können eine schöne... einen schönen Scherz abziehen. Oh, das blöde Wortfindungsqual. So, schön auf das Fake Blood legen. Schon mal Karte 6 ausrüsten. Und nicht rühren. Was ist los? Ist ja blöd. Nicht schon wieder. Das ist ungünstig in so einem Augenblick, stimmt. Okay. Habe ich extra liegen lassen. Tja, und der hockt wieder auf dem Pott. So. Sie haben meinen Plan verstanden, ne? Unglaublich, dass er geklappt hat. So, Campbell. Fake, warten Sie. Sie vergessen ihre Ausrüstung. Wahrscheinlich befindet sie sich in der Nähe. Ja, ja, hab ich ja schon gesehen. Snake's Items. Okay. So, an dieser Kamera sollten wir vorbei rennen können. Zum Glück nicht erwischt. Gut. Da wir jetzt Karte 6 haben. Beide! Ey! Jetzt haben die hier überall Kameras postiert. Karte 6 können wir jetzt mal runter ins Waffenlager. Und an den Ort zurück, wo Kenneth Baker festgehalten wurde. Da gab es nämlich eine Level 6 Tür. Aber hier ist ja wieder der Teufel los. Ist nicht die feine Englische, einen von hinten zu erschießen, aber... Krieg ist die Hölle. Ja, ein bisschen Munition nachfüllen können wir auch. Okay, Farmers haben wir voll. Gut. Nikita, wie sieht's da aus? Jetzt ist Nikita voll. C4. Granaten. Okay. Immer nur eine Box. PSG1 wird es wieder hässlich, weil wir hier wieder Gefahr laufen, Alarm auszulösen. Okay. Jetzt muss ich mal nachsehen. Oh, nee. Da. Die Kiste lasse ich mal in Ruhe.
Oh. War eine knappe Kiste jetzt. Gut. Na, wir brauchen nicht durch die Tür zu gehen. Wir können jetzt mit Karte 6 die hier nehmen. Ah. Seine Leiche ist weg. Ist wohl schon gesäubert. So, ah. C4. So, wir werden mal eine Chaff-Grenade reinschmeißen. Weil hier wieder Schusskameras sind. Ah, oh, scheiße. Zu früh reingegangen. So. Stun-Grenade. Chaff-Grenade. Wer ist hier nicht? Kamera. Man kann Fotos schießen. Ja, au. Okay, mehr ist hier nicht. Oh, hey. Jetzt reicht's. So. Ist Ruhe in der Truhe. Aktion hatte ich genommen. Okay. Wieder weg hier. Ta-da-da-da-da-da-da. Jetzt sind die wieder hier. Oh. So, komm, hatten wir gar nicht nachgefüllt. So. Los, verschwindet. Scheiße, der wird. Snake, in Ihren Sachen ist eine Bombe. Schnell, werden Sie sie los. Wer sind Sie? Einer von denen? Das wird sich schon noch zeigen. Eine Bombe? Ah, hier. Keine Informationen. Ich werfe die jetzt aber nicht, wenn Soldaten in der Nähe sind. Ich muss schnell hier raus. Fuck. Es könnte ein bisschen knapp werden jetzt. Ach, fuck. Fuck. Wie viel Zeit ist noch? Ah. Schaffen wir noch. So, wir machen mal ins erste Untergeschoss, um die loszuwerden. Hier gibt es nur Kameras, die reagieren nicht auf Krach. Übel. Das war knapp, Snake. Ocelot, dafür wirst du büßen. Deep Throat ist mir ein Rätsel. Er muss einer von denen sein. Ist er ein Informant? Vielleicht ein Abtrünniger? Ich gewinne den Eindruck, da ist noch was anderes im Spiel. Hm. Von Decoy Octopus war bisher auch noch nichts zu sehen. Ob der das ist? Ja. Klingt mir irgendwie nicht so. Aber egal. So, jetzt sind wir hier im ersten Geschoss wieder angekommen und hier werden wir auch die Folge beenden. Was wohl? Gibt nur einen Grund, warum man nicht anrufen muss. In China sagt man, Voreiligkeit bringt wenigen Erfolg und vielen Misserfolg. Rücken Sie vor, wenn es sicher ist, und ziehen Sie sich bei Gefahr zurück. Entscheiden Sie das je nach den Umständen. Naja. Okay, dann sehen wir uns hier bei der nächsten Folge wieder. Und ich sage nur noch Tata!